Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal und es hat sich wieder einiges getan. Aber zunächst einmal schön, dass du heute wieder mit dabei bist und wir werden jetzt erstmal hier die Kühe füttern. So, Mischrationen für unsere Kühe, denn wir schauen mal ganz kurz rein hier. Es sind, ja, Nachwuchs ist gekommen. Und zwar, lass mich mal kurz gucken, 10, 20, 30, 40, 50, ich glaube 80 passen rein. Und ja, yep, genau, 20 Kühe haben wir jetzt noch dazu bekommen. Wunderbar, das sieht sehr gut aus. Stroh haben wir auch genügend und die Mischration, ja, da haben wir jetzt ordentlich was reingekippt. Und wir lassen den jetzt aber erstmal hier stehen, denn uns ist das Stroh mittlerweile ausgegangen. Aber das ist insofern kein Problem, als das... Und da sehen wir jetzt hier Feld Nummer 8 mit der Gerste. Das können wir jetzt ernten. Das ist schön, denn dann will ich nämlich auch gleich Folgendes ausprobieren. Aber erst machen wir mal hier den Motor aus. Denn ich möchte noch gleich was anderes schnell schauen hier bei uns hier auf dem Hof. Und zwar müsste auch die Wiese da hinten, ja, wunderbar, die sieht doch wieder ganz toll aus. Die ist erntereif, das können wir dann also auch machen. Also es steht jede Menge Arbeit an, die erledigt werden muss. Jo, und ich sehe jetzt gerade auch hier, der Salat. Jep, der stapelt sich hier und da muss ich jetzt gerade mal schauen, aber ich glaube, Salat ist irgendwann, erst im Winter, Januar, Februar. Ja, das lohnt sich natürlich im Prinzip noch nicht, aber müssen wir vielleicht schauen, dass wir den einen oder anderen Karton, die eine oder andere Palette hier schon mal verkaufen. Was haben wir noch genug drin? Jep, läuft. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem, was wir eigentlich heute machen wollen, nämlich die Gerste ernten. Wir brauchen das Stroh, aber ich habe da jetzt was Spezielles vor. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal in der letzten Folge gesagt. Wir werden den Kollegen hier erstmal stehen lassen, denn ich möchte was ausprobieren und ich habe es auch mittlerweile gefunden. Aber wir schauen erst nochmal kurz in den Gebrauchtmaschinenverkauf. Da ist jetzt aber nichts, was wir wirklich brauchen. Ich habe nämlich geguckt, ich habe ja das angesprochen, es gibt was Spezielles mit Neigetechnik. Oh, sehr schön. Ja, das freut mich, dass The Division 2 aktualisiert wurde. Okay, danke, danke für den Hinweis. Das Leveling Pack hier mit diesem Drescher, der ist nicht ganz günstig und ist jetzt auch, jetzt sage ich mal, von der Größe her und so weiter, aber eigentlich völlig ausreichend hier für unsere, ups, den hat sie aber da hingeschmissen, für unsere Map aber völlig ausreichend, denn der hat diese spezielle Neigetechnik. Man sieht's, der müsste sich also wirklich dann entsprechend der Schräge des Hanges dann eben auch geschmeidig hier anschmiegen. Wir gucken noch mal ganz kurz von der Kombination her. Gibt es hier ein Schneidwerk mit 6,20 Meter, 7,60 Meter? Das wäre eigentlich okay. Ich müsste jetzt gerade mal reinschauen, was wir denn bisher haben. Was ist denn dieses Schneidwerk? 5 Meter. Okay. Ja, dann machen wir doch Folgendes, weil der Punkt ist jetzt auch der, man muss es ganz klar sagen, der Drescher ist jetzt auch nicht ganz günstig und eigentlich können wir uns den auch noch nicht leisten. 365 plus das Schneidwerk. Ich würde jetzt das kleinere nehmen mit 6,20 Meter, ist also ein bisschen breiter. Man könnte dann später hier auch noch dieses Gebiss mit 6 Meter, das wäre dann auch okay. Aber ich würde, weil ich das Ganze erstmal antesten möchte, erstmal mieten. Also für die Ernte werden wir das Ganze jetzt erstmal mieten und zwar hier die kleine Variante. Und ich würde hier tatsächlich auf Fendt gehen. Ja, Miete. Das sind 1810 und ich habe schon mal geguckt, der Drescher selber wird uns auch noch mal, ich glaube, knapp 19.000 kosten. So, brauchen wir hier hinten irgendwas? Eigentlich nicht, nicht wenn wir eben das Gerät nur mieten. Aber es interessiert mich halt einfach. Okay, 19.300, also irgendwas fast um die 21. Ja, wie gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen was ausprobieren. Und deswegen werden wir uns dieses Gerätsche hier holen. So, da springen wir hin, da steht der Gute. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt, wie der hier jetzt am Hang funktioniert. Wir haben es ja zum Glück nicht so weit. Denn Feld Nummer 8, da kommen wir relativ schnell hin. So, ich bin dann auch mal gespannt, weil da gibt es, glaube ich, irgendwie eine Automatik oder dass man selbst dann hier neigen muss. So, nächstes Gerät. Mal schauen.
Drescher aufklappen. Strohablage, Motor. Drescher aufklappen, Schneidwerk, Strohablage. Wir müssen mal schauen, wenn wir vor Ort sind, was dann hier wirklich dann passiert und was das Gerät kann. Also ich finde es relativ spannend, interessante Geschichte. Von den Bildern her jedenfalls, wenn so ein Drescher dann tatsächlich ja an der Schräge entlang fährt, aber das Fahrzeug dann waagrecht ist. Gut, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil hier hat es immer... Klar, da kommt da auch der Kleine. So, und dann werden wir hier... Ah, jetzt müssen wir natürlich schauen. Kommen die Kollegen hier dran vorbei? Biegt er ab? Nein, der biegt nicht ab. Ja, dann gucken wir mal. Von rechts kommt nichts, von links kommt nichts. Dann müssen wir hier durch. So. Dann bringen wir den Kollegen erstmal zum Feld. Und den Abfahrer, den holen wir uns dann gleich. Wir müssen hier links. Und da kommt wieder einer. Ja, also mit dem nächstgrößeren hätten wir echt ein Problem gehabt. Aber wir haben, glaube ich, hier relativ schnell eine Feldeinfahrt. So, das weiß ich nicht. Dann gehen wir hier einen Blick. Müssen wir nochmal zurücksetzen. Also mit dem anderen Schneidwerk, hey, wäre es jetzt hier eng geworden, weil hier kommen wir auch gerade so durch. Wunderbärchen. Okay. Und da vorne ist unser reifes Gerstenfeld. Und dann bin ich mal gespannt. So, hier wäre, glaube ich, auch, ist hier auch, ja, aber hier wäre auch eine Feldeinfahrt gewesen. So, okay, dann klappen wir mal auf. Rundum kein Leuchte aus. Ja, und wir brauchen natürlich unsere Strohablage. Ja, das passt schon. Ruhe ausfahren, Schneidwert senken. So. Gut, jetzt gleich am Anfang wird es noch nicht so spannend werden. Die Strohablage passt. Aber ich muss mal schauen. Rohr ausfahren, Schneidwerk, Drescher, Drescher zuklappen. Irgendwo. So, irgendwo hieß es, dass man das automatisch machen kann. Mit der Neigetechnik. Ich bin gespannt. Lassen wir uns einfach überraschen. Wir werden dann vorne auf jeden Fall ein Vorgewende fahren. Schick ist er ja. Und dann werden wir es ja gleich sehen, wenn wir oben dann einmal um 180 Grad gewendet haben, wie er sich dann verhält. Also gerade für eben für diese ganzen Hanglagen prädestiniert, sieht man schon, dass der... Ach was, doch, man sieht ja schon ein bisschen. Ne? Man kann schon erkennen, dass der leicht schräg... Also das Schneidwerk ist ein bisschen schräg, aber der Drescher ist waagrecht. Ja, das ist ja interessant. Gefällt mir sehr gut. Finde ich spannend. Und ich würde sagen, wir haben uns jetzt einfach mal das Gerät so angemietet, um sozusagen eine Probeernte durchzuführen. Und dann schauen wir uns die ganze Sache an. Und eventuell steht dann der Kauf ins Haus, aber dann mit dem etwas breiteren Schneidwerk, vermute ich mal. Aber müssen wir schauen, wie wir hier zurechtkommen mit der Breite. Das ist nämlich gerade hier so grenzwertig, dass wir hier noch durchkommen ohne Schneidwerkswagen. Jetzt geht es hier den Hang hoch. 300 PS hat er, glaube ich, nur. Das klingt erstmal nicht viel und deswegen sind wir auch da gespannt, ob der ohne Probleme hier den Hang hochkommt. 8200 oder 8600 Liter im Tank. Ich meine, wir haben jetzt auf dem Feld meines Wissens nur 60% Ertrag, um die 60%. Also insofern sind wir deswegen jetzt auch erst bei den 35%. Na, hoch. Na, und ab. So. Ja, man kann es jetzt richtig schön sehen. Das Schneidwerk folgt der Neigung, aber der Drescher, jetzt gehen wir hier, soll der Helfer, aber der Drescher, coole Sache. Coole Sache. Der Drescher ist waagrecht. Das heißt, wir fahren hier schön waagrecht. Sitzen nicht Chaps. Und der Drescher hier
Das Schneidwerk folgt der Neigung des Feldes. Sehr gut. Das finde ich spannend. Gefällt mir sehr gut. So. Wie weit sind wir denn? 55%. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, wir werden hier gleich eingreifen müssen. Der Helfer wird sonst wieder anfangen zu wenden, weil hier doch die Bäume sehr dicht am Feldrand stehen. Wir hatten mal einen Auftrag. Da mussten wir auch, ich weiß gar nicht, welches Feld es war, bei uns irgendwo in der Nähe Feld 9 oder so oder 10 oder 11. Und da ist er dann natürlich auch zurückgefahren, weil einfach da die Bäume zu dicht. Ja, hier passiert's. Gut, da müssen wir eingreifen, weil einfach die Bäume zu dicht am Feldrand stehen. So. Gut. Okay. Kurz zurücksetzen. Bisschen Stroh hier verteilen. So, da können wir dann mit unserem kleinen Valtra können wir dann losfahren und mit dem Ladewagen arbeiten. So. Jupp. Sehr gut, das gefällt mir. Da wäre dann für den Ladewagen, dann nehmen wir unseren Lamborghini als Abfahrer. So. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das Ganze einlagern oder ob wir es schon verkaufen können. Aber ich glaube, Gerste ist auch erst im Winter interessant. So, der Helfer ist schon fast voll. Das Feld ist auch schön, schön nah hier direkt bei uns und ist ja sehr vielversprechend. Laut Bodenwerten sollten wir, glaube ich, hier um die 110% erwirtschaften können. So, wo ist er? Da ist er. So. Dann hinten aufmachen. Oh, da ist er jetzt aber gesprungen, hä? Aber das hat schon was. Ah, ja. Bingo. Das ist ja wieder gut getimt. Sehr gut getimt. So, jetzt schauen wir mal, ob das Rohr hier Kollision hat. Da kommen wir gerade hier drüber, ne? So, da kommt... Na. Da kann man ein schönes Thumbnail machen. Sehr schön. Mit den Alpen im Hintergrund. Unsere wunderschöne Alpenmap. Neue Mini-Brunnen. Einfach ein Klassiker mittlerweile, würde ich sagen. Weil die Map muss man einfach gespielt haben. Sehr, sehr schön. So, jetzt geht's wieder weiter. Klasse. So, wir machen hier erstmal den Motor aus und werden uns schon mal... ich überlege gerade. Nein, wir nehmen hier unseren neuen. Den neuen Valtra, den wir uns gekauft haben, und holen mal den Ladewagen und fangen schon mal an, hier das Stroh einzusammeln. Ja, und dann können wir dann auch nach der Ernte gleich anfangen, hier das Feld zu bearbeiten. Wir müssen es auf jeden Fall düngen, andüngen, und ich glaube, wir haben jede Menge, lass mich nochmal schauen, Dünger bzw. Gülle, 23.000, und unser Hänger, ja, da können wir dreimal den Hänger eigentlich voll machen. So. Sehr schön. So, 50 Kühe sind natürlich jetzt auch eine Hausnummer für uns. Das bringt auf jeden Fall viel, viel Milch dann zum Verkaufen. So. Oh, der schmeißt aber auch immer da das Schneidwerk irgendwie so nach vorne. Interessant. Hat er ein Problem? Augenblick. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas gefällt ihm nicht. Der Helfer ist raus. So.
Warum, warum, warum? Gut, wo ist unser Trecker? Hier ist unser Trecker. So, dann fahren wir mal hinter ihm her. Er nimmt das Stroh auf, das ist sehr gut. Ja, da kriegen wir aus dem Feld auch ordentlich Stroh. Ich denke, 100.000 Liter könnten das werden. Ja, das war vielleicht jetzt nicht ganz so clever, weil da kommen wir jetzt nicht vorbei. Und ich würde jetzt ungern die Spur wechseln, obwohl auf der anderen Seite. Dann fahren wir eben dann da hinten diese Spur wieder zurück. So. Doch, das Feld gehört uns auch, gell, oder? Augenblick. So. Ja, das ist auch unser Feld mit Weizen. Das müsste dann eventuell nächsten Monat fällig sein. So, kommen wir hier rum, ohne um ins Feld zu fahren. Ja, ich glaube, ein bisschen haben wir hier doch das Feld jetzt, haben wir Fruchtzerstörung gemacht. Aber nun gut. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen kreuz und quer. Und da sind sie auch wieder, die Bambis. War ja auch klar, dass die wieder spawnen. 75, 76. Wunderbar. Ja, da haben wir heute ja richtig was zu tun. Da können wir das Feld dann später auf jeden Fall noch düngen. Dann können wir es auch kalken. Und dann werden wir auch heute wieder eine Wiese mähen, auf jeden Fall. Und so haben wir auf jeden Fall jede Menge Arbeit im Juni. So, aha. Liegt das daran, weil ich da durchgefahren bin? Fruchtzerstörung von der Wiese? Ich glaube ja. Lass mich mal kurz gucken. Ja, ja, Fruchtzerstörung. Schon interessant. So. So, da haben wir dann noch unser Rapsfeld. Ja, da haben wir ja diesen Sommer richtig was zu tun hier auf unserem Hof. Neue Mini-Brunnen, die Alpen-Map hier bei mir auf dem Kanal. Und an der Stelle darf ich mich jetzt auch schon mal wieder recht herzlich bei euch bedanken für das Feedback. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare und natürlich auch für die Abos, die jetzt mein Kanal wieder von euch bekommen hat. Ich freue mich, neue Abonnenten zu begrüßen. Schön, dass ihr zukünftig mit dabei sein wollt. Wenn wir zum Beispiel hier unser schönes Projekt, die Alpenmap, machen oder unser anderes Projekt Big Farm auf Neubartelshagen, da möchte ich dann auch auf jeden Fall die Tage wieder einsteigen und noch ein paar Folgen, ja, produzieren. Aber ihr wisst es, zurzeit ist ganz, ganz oben bei mir angesiedelt EA Sports PGA Tour, was eben daran liegt, dass ich ja auch im privaten Golfspieler, Amateurgolfer bin, eben Clubspiele, Mannschaftsgolfer und die Saison hat eben jetzt begonnen. Das heißt, da muss man wieder ein bisschen trainieren, auch wenn das Wetter jetzt nicht ganz so dolle ist, muss man sagen. Aber somit wird eben, somit golfe ich eben nicht nur virtuell, was sehr, sehr viel Spaß macht mit dem neuen EA Sports PGA Tour, was ich finde gut gelungen ist. Also ist nicht alles das Gelbe vom Ei, muss man natürlich auch immer sagen. Es gibt noch jede Menge Potenzial, das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern. Aber im Moment, muss ich sagen, macht sehr, sehr viel Laune und die Plätze sind wirklich sehr, sehr gut gestaltet. Und vielleicht habt ihr auch mal Bock reinzuschauen in eine Sportsimulation hier bei mir auf dem Kanal. Und ich werde jetzt hier nochmal reinschauen müssen hier in unseren Drescher, weil das kommt mir jetzt schon ein bisschen merkwürdig vor, dass er irgendwie immer ein Problem hat, dass der Helfer hier also aussteigt. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir machen jetzt Folgendes. 28. So. Das ist nicht so schön, wenn wir eben uns nicht drauf verlassen können, dass
Ups. Ah, stopp. Da habe ich aus Versehen den Helfer schon angeschmissen. So. Dann fahren wir nämlich nochmal in Vorgewinde. Vielleicht hat er einfach hier mit den Feldrändern irgendwie ein Problem. Aber deswegen testen wir ja auch das Ganze, um solche Sachen eben dann auch herauszufinden. Das hilft uns ja. Wie gesagt, also im Moment finde ich das ein ganz tolles Gefährt. Sieht schnieke aus. Aber sollte es halt doch Probleme geben mit dem Helfer, dass wir uns da nicht drauf verlassen können, ja, dann müssen wir uns dann Gedanken machen, ob wir dann doch auf unseren bewährten Drescher wieder zurückgreifen. Okay. So. Ja, da haben wir ein bisschen Chips angefahren. Ja, da vorne ist ein bisschen eine Kurve drin. So. Dann lassen wir jetzt hier den Helfer wieder fahren. Und der Kollege, yep, kann wieder aufnehmen. Und wir fahren dann gleich mal runter und schauen mal, was er tut. So, Augenblick. Da müssen wir kurz zurücksetzen. Ja, mit dem Valtra, den wir uns ja in der letzten Folge beim Gebrauchtwagenhändler, Gebrauchtwarenhändler hier ergattert haben, noch ganz kurz vor Schluss, haben wir dann dieses Gefährtchen hier noch gesehen und gefällt mir gutes Teil, haben wir ja auch schon mal ein bisschen gefahren. Ja, und zipp, mal zurücksetzen. Und somit haben wir ein bisschen Glück gehabt, den haben wir unheimlich günstig nämlich bekommen und für wenig Geld dann auch wieder repariert. Und, stopp, ablassen, jetzt geht's weiter. Und den haben wir eben für wenig Geld wieder repariert und der wird uns mit Sicherheit in der Zukunft gute, gute Dienste leisten. So, jetzt schauen wir mal, er setzt zurück und will holprig hier durchs Feld fahren. So, da fahre ich mal hier rüber, um dem Kollegen aus dem Weg zu gehen. So, bevor wir den hier abfahren. Ja, sieht doch so aus, dass das jetzt schafft. Und jetzt haben wir schon wieder über 20 Minuten. Ich darf mich mit diesen Bildern recht herzlich bei euch bedanken. Wir werden jetzt natürlich das Feld hier noch abernten, ganz, ganz klar, und das Stroh einfahren. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da oder ein Däumchen, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder hier bei mir auf dem Kanal Landwirtschaftssimulator 22 auf der wunderschönen Alpenmap Neu-Minibrunn. Ich sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.